wir super festhalten. Das wird ein Abenteuer, kannst kaum erwarten. Das kann jetzt definitiv nicht mehr wahr sein. Ich bin gerade alleine auf Bamboo Island. Voll der Spaß. Und da ist der Strand. Guten Morgen. Ich sitze hier ganz früh schon beim Frühstück. Naja, ganz früh für meine Verhältnisse. Und trinke Kaffee, obwohl ich normalerweise keinen Kaffee mag, denn ich bin ein Energy Drink Junkie. Aber die haben hier auf diesem Teil am letzten Zipfel der Insel keine Energy Drinks. Also brauche ich irgendwas Koffeinhaltiges und deswegen weiche ich mal auf Kaffee aus. Muss mich noch immer dran gewöhnen. Aber es geht heute eigentlich um eine Boottour. In etwa 30 Minuten sollte ich hier abgeholt werden von einem Bootmann, den ich angeheuert habe auf dem Hauptteil der Insel. Jetzt hat er mir gerade getextet aufs Mobiltelefon 10 am, also 10 Uhr vormittags. Aber ausgemacht hätten wir 9 Uhr vormittags, was eben in 30 Minuten wäre. Dann habe ich geschrieben, wir haben aber gesagt 9 Uhr. Dann hat er geschrieben, okay, die Sache ist, er kann überhaupt nicht Englisch schreiben, ein bisschen was verstehen, schreiben gar nicht, lesen auch schwer. Also bin ich gespannt, was da rauskommt. Vielleicht hat er nicht berücksichtigt, dass hier Low Tide ist, also das Wasser extrem weit rausgeht und er vielleicht nicht anlegen kann, aber er kann es mir nicht sagen, weil er ja nichts in Englisch schreiben kann. Und jetzt ist halt die Kommunikation schwierig, aber weil ich kenne mich ja nicht aus mit dem Boot-Stuff, dem Bootzeug, aber wenn man da rausschaut, sein, dass er hier gar nicht anlegen kann und deswegen eine Stunde später meint, weil dann das Wasser schon wieder tiefer ist. Spannende Sache, wir werden sehen, was passiert. So, super lustig eigentlich, ich hatte tatsächlich recht, ich könnte bald schon ein eigener Bootmann werden. Denkt sein Boot, er hat mir gerade ein Bild geschickt aufs Mobiltelefon, das liegt auf Grund. Das heißt, da kann ich gerade nirgends hingehen. Und das ist eigentlich ziemlich witzig, aber man sieht eh, das Wasser ist so weit draußen wie selten, weil gerade Vollmond war und das ist jetzt zufällig heute gerade am Morgen. Also das hat er auch nicht richtig abgeschätzt, aber ich finde das echt witzig. Zudem, ich möchte gerne Bootmann werden hier, da kommt noch was auf meinem Kanal. Also, stay tuned, aber jetzt zeige ich dir mal genau, wie das hier ausschaut mit der Tide, mit der Ebbe. Ja, soweit kann man normalerweise hier gar nicht rausgehen und es ist spannend anzusehen, aber ich freue mich schon auf die Boottour, muss aber jetzt ein bisschen noch warten und dann geht voll die Action wieder los. Ja, yeah, du bist mit dabei, los geht's und Action! Hello, how are you? Everything okay? Yeah. Very good. Can I just do this? When you forgot about the tide, yeah? No, because now high is too hot. And yeah. When the low tide low, too much. It's okay. Are you okay? Yeah. Everything okay? Can you hear me? It's alright, I think. Yeah. Okay, okay. Yeah. Yes. Thank you very much. Yeah. Thank you, my friend. So, how is your boat? Oh, everything okay again? Very good. Yeah. Yeah, very good. Before the some guy give me some money, you know. I know, yeah, yeah. And then I buy the some like a color painting and then. Okay, yeah, I saw it on YouTube. So this is your boat going well and very good again. Yeah. That's nice to hear. Yeah. Steigen kann. Das ist eine fantastische Insel. Der Bootmann macht super Spaß. Ja, bis gleich. Jetzt kommen wir an Bamboo Island und das bringt die Wasserfarbe, meine Skala, auf ein neues Level. Das spiegelt ja so flüssig, diamantenmäßig, unpackbar.
Yeah. Actually, am I the first one who saw you on YouTube who says, oh hi, I saw you on YouTube, or how many people already recognized you from YouTube? Not many, but better a few. Better than before. Okay, better than before. That's very good. Yeah, very, very cool for me. Yeah, so I'm doing another video. Thank you so much. You're welcome. Are you good? Yeah. And see you later. See you later. Das sah ja vorhin traumhaft aus. Und jetzt hat mich der Bootmann hier an einem ganz abgelegenen Strand abgesetzt, wo man auch seine Ruhe haben kann. Sogar auf Bamboo Island kannst du einen Strand haben, wo du absolut alleine bist. Trotzdem natürlich die Sandbank da vorne, diese weiße, die ist natürlich die Attraktion auf dieser Insel. Klar, dass ich da jetzt hingehe. Da müssten sich ja normalerweise die Touristen stapeln in der Hochsaison. Aber was ich da vorhin gesehen habe, und ich hoffentlich auch in den Aufnahmen, ist ja da fast niemand da. Und das nutze ich aus. Boah, das Wasser echt vorher. Ja, das, sowas möchte man das so irgendwie essen, erfrischend trinken. Also das Salzwasser schaut noch schön aus, aber erfrischt von außen die Haut. So steinig hier, Felsen. Da gehen wir jetzt entlang. Schon wieder fast lächerlich. Da ist ein Traumstrand nach dem anderen verlassen. Da verliert man echt manchmal so ein bisschen den Bezug zur Realität. Kann das sein? Darf ich hier sein gerade? Bin ich hier? Ist es real? Ist es ein Traum? Aber der Traum dauert jetzt schon ziemlich lange an. Und wenn es ein Traum ist, ist mir auch egal, weil ich genieße den Traum. Das kann jetzt definitiv nicht mehr wahr sein, denn die Boote, was vorhin noch da waren, sind jetzt auch weg. Ich bin gerade alleine auf Bamboo Island. Okay. Das ist so cool, es ist so extrem, verdammt cool. Es ist eigentlich cooler, nicht mehr sein kann. Das sind ja diese Momente, wo sich alles auszahlt, wenn es in meinem Leben nicht so toll ist. Und dann kriegt man, oh, große Welle, das ist alles wieder retour. Oh, ist viel lustiger mit den Wellen hier, als wie wenn das eigentlich so ruhig wäre. Voll der Spaß.
Und da ist der Strand. Wie ist es überhaupt nur möglich, dass ich alleine auf einer der schönsten Inseln auf der Welt bin und niemand kann es mir sagen und niemand kann es dir sagen? Das ist eine Chance, die sowas von einmalig im Leben, das gibt es nie wieder. Nie wieder gibt es das. Ich habe als Kind immer solche Träume gehabt. Was wäre, wenn ich so die letzte Person auf der Erde wäre? Und dann habe ich mir vorgestellt, was ich alles machen würde. Und könnte ich auf Inseln reisen, aber ich weiß nicht, wie man ein Boot fährt und so weiter. Und ganz kurios. Und ich glaube, näher ran kommt man nicht mehr. An dieses Szenario, das ich als Kind hatte. Man kommt nicht mehr näher ran, als wie es jetzt hier ist. Uhuhu. Absolut. Genau, du halt. Ja, ja. Beautiful, right? Yeah, very beautiful. It was actually unbelievable because I was alone over there. Yeah, the boats left. Yeah. Okay. So what's your name, by the way? Your name? Him. 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 Okay. Him. All right. Okay. Yeah. Wir machen uns jetzt schon wieder auf den Weg zu mir nach Hause. Ich nenne es jetzt schon nach Hause, ins Hotel. Also, eines möchte ich hier sagen, wenn ihr einen Bootsmann haben möchtet, dem ihr vertrauen könnt auf Bibi, dann ist das Mr. Him oder Captain Him, so heißt er. Ich blende seine Nummer unten ein. Ich habe jetzt schon einige Bootmänner hier kennengelernt, denen man wirklich vertrauen kann, auch vom letzten Jahr den Marco. Denn ich habe das oft gehört, zum Glück ist es mir noch nicht passiert, dass hier Leute abgezockt werden. Die sagen einen Preis, man geht dann aufs Boot und dann plötzlich, ja, aus diesem und aus diesem Grund ist das jetzt ein anderer Preis oder ein höherer Preis. Das ist mit diesen Bootmännern definitiv nicht der Fall, kann ich zu 100% empfehlen. Und da ist das auch so kumpelhaft und spaßmäßig, wenn man mit denen unterwegs ist, nicht so angespannt wie, ja, wir müssen weiter und die Uhr tickt und ich muss jetzt dort und dahin, die Boottour ist zu Ende. Nein. So wie jetzt, ich wollte eigentlich nur Bamboo Island und wir haben aber noch zwei Snorkel-Spots angesteuert und das ist ganz okay und obendrein macht er mir noch einen günstigeren Preis auch noch. Also absolut empfehlenswert. Hungrig und durstig bin ich schon. Was für ein Tag war das, oder? Thank you very much. You are very good, captain, boatman, and had a beautiful day. Thank you very much. Thank you. So the guy from YouTube, CB Media, he was right. You are a good guy. Yeah. I'm working with the heart. Yeah. I can see that and I can feel that. So thank you very much. Let's thank do it like this. Thank you. And again, like this. Okay. Thank you. Und so gehe ich jetzt daher.